Hi Leute, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal meinen Scooter heil machen. Also er klappert halt sehr doll, kann ich euch kurz was zeigen. Hört ihr das? Er klappert schon ziemlich doll. Also erstmal muss man den jetzt irgendwo hier drauflegen, wenn man das Hinterrad abschrauben muss. Papa ist auch... Alle am Werkeln, ja. Papa ist auch da und... Was ist denn noch so die Dachrinne, wo ist die? Die lag auf dem Tisch. Jetzt muss ich erstmal das Hinterrad abschrauben. Raus. Jetzt ist das Hinterrad draußen. Es ist eigentlich, glaube ich, schon dreckig. Egal. So, das Hinterrad lege ich einmal nehme ich hier hin. Die schraube ich hier hin. Andere nehme ich hier hin. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie man es richtig ranschrauben soll. Tja, jetzt ist mein Scooter kaputt. Einmal die Schraube einsprühen und das an dem Kugellager da drinnen. Wir jetzt noch einmal hier drinnen. So ist auch eingesprüht. Und jetzt muss das wieder rangeschraubt werden. Und erstmal hier durch. Dann so hier wieder ran. Dann das Rad. Und hier so durch und dann auf der anderen Seite wieder so ein Teil. Es war zwar nicht so einfach, aber man muss diese Rille, also das muss man hier in diese Ritze da reinstecken und dann die Schraube durchschrauben und auf der anderen Seite dann die Mutter rauf. So und jetzt einfach durchschrauben. Das muss man gleich natürlich nochmal alles nachziehen. Hier. Und hiermit festhalten. Schraube ich das nochmal ein bisschen mehr fest. Und ich hoffe, dass es gleich aufgehört hat zu klappern. Weil wenn nicht, darf ich das alles nochmal abschrauben, alles nochmal einsprühen, dann alles wieder reinschrauben, alles wieder festziehen. Es klappert immer noch genauso. So, Leute, jetzt habe ich das alles nochmal auseinandergeschraubt, habe es eingesprüht und jetzt muss ich es nochmal wieder festziehen. Ich habe den Scooter jetzt heil gemacht. Also nochmal, ich muss ihn jetzt dreimal zusammen und so, hi. Merkst du auch in der Kamera, ich muss ihn wieder insgesamt jetzt dreimal Hinterrad ab, Hinterrad wieder ran, Hinterrad wieder ab und jetzt wieder ran. Und jetzt könnt ihr mal hören, der klappert wirklich gar nicht mehr. Guck. Also, sehr gut. Wie war das vorher? Ich weiß es gerade nicht. Es hat echt geklappert? Richtig, richtig. Ach Gott, ey. Hört ihr das? Kannst du das wieder ab auf die Scooterbahn? Ja. Ja. Scooterbahn. Scooterbahn. Wenn man springt, ist das auch gar nicht mehr laut. Also es klappert halt nicht, ne? Also. Es ist halt schon viel besser als vorher. Weil vorher hat es die ganze Zeit so... Es war halt extrem laut und... Alles geklappert, Lenker habe ich auch noch mal ein bisschen festgeschraubt, der war auch noch mal ein bisschen locker. Aber jetzt klappert nichts mehr locker, alles fest. Und jetzt muss ich nur noch irgendwann sauber machen, weil das Grip Tape hier ist ein bisschen dreckig. Das war nur schwarz-weiß, jetzt ist es braun-weiß. Aber Leute, also falls ihr euren Scooter auch wieder halt so heil machen sozusagen wollt, dann müsst ihr einfach nur das machen, was ich, habe ich jetzt schon ganz oft gesagt. Und das war's Video. Hier in der Mitte könnt ihr Kanal abonnieren. Links und rechts sind zwei Videos durch Up und Good. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.